Hallo und herzlich willkommen zurück zu Settlement Survival. Oh, jetzt musste ich kurz überlegen, wie es heißt. Ja, eine schöne Demo-Version bisher. Wir haben ja gesagt, wir spielen dreimal 20 Minuten und jetzt schauen wir einfach mal. Und ausgerechnet jetzt habe ich ein Fussel im Hals. Na toll. Ah, oh, hui. So, wir haben ja das letzte Mal angefangen und überlegt, dass wir die Destillerie, ich dachte, die hätten wir hier schon hingestellt. Ach nee, Quatsch. Schon gut. Ich hatte angefangen, eine neue Aufnahme zu starten und dann ist der Kleine wach geworden vom Mittagsschlaf. Deswegen bin ich jetzt durcheinander gewesen. Also, wir sollen ja eine Destillerie bauen. Und die Frage ist, ob sich das schon lohnt. Weil eigentlich bräuchten wir Agaven. Leider sieht man nicht so recht. Was man hier so in der freien Wildbahn findet. Wir haben noch ein paar Kartoffeln, aber nicht ausreichend. Ne? Also das ist tatsächlich nicht genug Kartoffeln, um eben halt, ich sag schon, dass wir das eben halt hinbekommen. Ist das irgendwie, warum kann ich das nicht wegmachen? Seltsam. Naja, egal. So, da kommt aber bald ein Handelsschiff. Ja, das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie irgendwas hinbekommen. Ich baue jetzt also trotzdem die Destillerie einfach, weil ich denke, dass wir dann die Möglichkeit haben, vielleicht ein bisschen Schnaps zu verkaufen. Wir brauchen daneben auf alle Fälle einen Brunnen, damit sie nicht zu weit laufen müssen. Ich fand die Seite hier sehr schön. Und dieses Feld, das machen wir jetzt weg. Warte mal, da zerstören wir mal die Struktur und da setzen wir ein normales Feld hin, ein Standardfeld. Nee, Quatsch, ein normales Feld. Dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, genau, so eins hinzumachen und dann können wir hier Brokkoli hinsetzen. Ne? So. Ich verstehe nicht, warum das hier sich nicht bewegen lässt. Ganz komisch. Sehr seltsam. Naja. So, wir haben hier solche Entwicklungspunkte, ne? Vielleicht, Baumaterialien, was ist das? Lehm. Okay, also Lehm habe ich noch gar nicht. Siehst du, Verarbeitung. Oh, guck mal, das war jetzt in der letzten Folge noch nicht. Ach, wie cool. Lebensqualität. Das ist ja toll, dass sie das jetzt schon übersetzt haben. Ja, cool. Ein Supermarkt, okay. Ein kleiner Markt, in dem du regelmäßig Waren für Silbermünze verkaufst. Seetransport, Schiffe an der Fähre und dem Dock können eine große Auswahl an Töpferwaren. Lehm oder Sand. Ja, aber dafür bräuchten wir jetzt erstmal hier sowas, glaube ich, oder? Nee, Salzproduktion, Weben, Baumwolle und Flachs. Stricken. Okay, Baumwolle oder Flachs. Bergbau, Industriekraft. Ja, es ist gar nicht so einfach, finde ich, zu gucken, was man halt dann als nächstes so wirklich macht. Ne? Die Rohstoffe der abgerissenen Strukturen können zu 100% recycelt werden. Das ist toll. Mhm. Bautechniken. Benötigt Abrissaktionen minus 75%. Okay, ein Sägewerk. Und das Wassersägewerk. Schaltet das Sägewerk und das Wassersägewerk frei. Okay. Na, wir gucken mal. So, eine Destillerie haben wir jetzt gemacht. So, und jetzt ist es halt so, ne, dass ich ein paar Kartoffeln benutzen würde, um Schnaps herzustellen, damit wir einfach den Schnaps verkaufen können. Fische. Je größer die Wasserfläche, aber da sind wir jetzt gerade, naja doch, hier unten. Hier unten wäre schon was, ne? Und jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Also jetzt scheint es dann tatsächlich rum zu sein. Okay. Ah ja. Gucken wir uns das doch mal an, ne? Krankheitsforschung? Wo wird es? Kirchenzelt? Schaltet den Bau von Zelten frei. Das Zelt wird nicht durch den Marktumfang beschränkt. Also das? Hausverbesserungen? Okay.
Okay, Glas. Krankenhaus. Ah ja, guck mal, hier ist Seife. Okay, das ist ja ganz cool. Eisenerz, Stein und Holz. Schaltet Seifenbetrieb frei. Die Seife produziert. Seifen können die Gesundheit erhöhen. Fett, Tran oder Bio, Bienenwachs. Ja, yeah, es ist halt wie bei vielen Sachen. Ja, es wird halt einfach, es baut halt immer so ein bisschen auf. Ich weiß gar nicht, Schilf. Also ich meine, man könnte das halt alles schon so ein bisschen, ne, machen. Futtermühle. Um Mais und Bohnen zu Futter zu machen. Ja, aber wir haben weder Mais noch Bohnen, ne? Fischernetz. Ah, jetzt haben sie hier wieder ein bisschen mehr gemacht. Gärtnerei. Kräuterkunde. Okay. Ja, komm, dann lass uns doch einfach mal die Imkerei. Und ich finde, dann können wir halt den Hain auch gleich noch hinmachen. Dann würde ich nämlich direkt nochmal einen. Guck mal, da ist die Imkerei. So, jetzt brauchen wir natürlich so ein bisschen was an Bäumen. Vielleicht können wir das wirklich hier hinten hin machen. Wir haben doch hier die Möglichkeit einer Straße. Wir haben ja jetzt eigentlich... Ha. Gucke mal. So. Und dann ziehen wir jetzt mal hier nochmal so eine Straße durch. Und hier. Ja, und hier. So, dann machen wir hier mal einfach so eine... Ah, hier ist der Obstgarten. Du besitzt 3 Saaten. Genau, das ist doch schon mal ganz gut. So, dann können wir hier einfach die Imkerei hinmachen. Ja. Wir könnten ja eigentlich genug Bäume sein. Ich weiß leider nicht, ob es hier irgendwo die Möglichkeit gibt zu sehen, wie viel oder wie gut. Ja, hier sind halt schon viele Bäume, ne? Aber das, also ich denke, das wird hier schon so passen, ne? Machen wir hier nochmal einen Feldweg. So. Okay, das ist doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht. So, und dann machen wir hier einfach nochmal einen Obsthain hin. Einfach nochmal so ein bisschen unterstützend, ja? Machen wir einfach 8x14 vielleicht. Ja. Jetzt muss das hier halt erst noch aufgebaut werden, ne? Und dann, so. Ich bin gespannt. Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, so ein bisschen auf sich selber zu, also auf sich selbst gestellt zu sein. Ohne Aufgaben. Mal gucken. Kartoffeln haben wir jetzt halt gar keine mehr, aber wir haben noch Weizen, wildes Gemüse, Brokkoli, Kopfsalat. Also so die wichtigsten Sachen sind schon noch da, ne? Eine Schule wäre vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, das ist immer gar nicht so die schlechteste Idee zu sagen, dass man auch irgendwann mit einer Schule anfängt. Zumal dann die Kinder ja auch wesentlich gebildeter sind. Ne? Jetzt ist bloß das Problem, dass wir hier halt echt viel, hätte ich es eigentlich mittendrin machen müssen, ne? Okay, das ist jetzt kacke. Aber weißt du was? Dann tun wir den hier abreißen, dann. Wir tun den hier abreißen. Oder? Lohnt sich das? Kann man das machen? Oh, schon verkackt hier. Ja, hast du bloß auf der einen Seite und hast du bloß auf der Seite hier die Schule, ne? Das ist halt die Frage, ob wir die 2 Häuser abbauen können, ne? Abreißen. Ich meine, das wäre natürlich eine Idee, wenn man sagt, man reißt die Häuser hier ab. Dann hast du wenigstens ein bisschen was, ne? Keine Werkzeuge. Oh. Wir brauchen also erst nochmal einen Blacksmith. Schmied. Der Schmied kann Stein und Holz oder Eisen verwenden, um Werkzeuge herzustellen. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt... das irgendwie dahin. Ich denke, das macht hier mehr Sinn. So. Das wollte ich nicht. Ach da. So, jetzt halt nochmal. Entschuldigung. So, nicht ganz so tief, aber auch nicht ganz so hoch. So. Genau. Gute Idee.
Ja, man muss halt irgendwie doch so ein bisschen gucken, ne? Pass mal auf, dann machen wir das jetzt so. Wir werden jetzt hier nochmal Häuser bauen. Dieses Klick, das ist voll wie bei The Sims. So, und wenn die vier Häuser fertig sind, dann würde ich tatsächlich, ja, weiß ich noch nicht. Was ist das? Das ist die Reparaturwerkstatt. Okay, pass mal auf, dann machen wir das mit der Reparaturwerkstatt vielleicht so, dass ich sage, okay, ich mache einen hier hin und einen hier hin. Naja, dass man da so, pass auf. Also das Klicken ist so ein bisschen wie bei Sims. Das ist sehr cool. Finde ich schön. Gefällt mir. Also gefällt mir gut. Es ist nicht zu einfach. Ja, es ist aber auch nicht zu komplex. Uns fehlt Eisenerz. Ich hoffe, das ist Eisenerz. Lass uns hier mal gucken. Ich hoffe einfach mal. Jetzt kommt dann auch bald der Händler, ne? So. Ja, wäre jetzt halt die Überlegung, ob man sagt Bergbau. Was ist das? Bergbau. Eine Grube. Okay. Steingrube, Sandgewinnung, das ist auch interessant. Sand und Lehm, das ist gut. Und dann machen wir das auch noch, ne? So, jetzt haben wir hier Bergbau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so viele Menschen haben wir gar nicht. Warum sind die verletzt? Ich hätte gedacht, dass das hier irgendwie. Man kann natürlich sein, dass es halt daran liegt, dass wir eben halt keine Kräuter oder sowas haben. Ah. Naja, mal gucken, ne? Wenn sie halt alle drauf gehen, dann gehen sie halt drauf. So, ich würde sagen, wir machen Steinwerkzeug. Ja, komm, wir machen hier gleich Eisenwerkzeug. Das kriegen wir schon hin. Oh, wir haben tatsächlich keine Leute mehr, ne? Ah ja, okay. Also pass auf, jetzt wollte ich ja hier Struktur abreißen. So. Ja, dann können die hier unterziehen. Ja, ich weiß, dass ihr obdachlos seid, aber hier ist ja gleich fertig. Und ansonsten bauen wir halt einfach nochmal zwei Häuser. Ist ja jetzt nicht so das Ding, ne? So. In der letzten Jahreszeit gab es null Geburten. Ach, herrje. Ah, ich habe hier noch gar nicht angezeigt, welches, ne? Machen wir mal Birnen. So. Ich weiß gar nicht, warum wird das nicht. Ach so. Ah ja, okay. So, pass auf. Dann machen wir das nämlich so, dass wir das Ding hier auch abreißen. Abbrechen. Du darfst ruhig da. Entschuldigung. So. Sieben Leute ohne Häuser. Okay, das ist krass. Okay. Das ist schon viel, finde ich. Nicht gut. Ein neuer Entwicklungspunkt. Okay. So, und jetzt haben wir hier nämlich die Möglichkeit, eine Schule hinzumachen. Haben wir nicht. Nein, das passt nicht. Oh nein, das passt nicht. Ah, alles umsonst. Okay, pass auf, dann müssen wir es doch so machen. Die Struktur muss weg. Die Bäume müssen weg. Shit. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. So, alle Lagerhäuser haben ihre Lagerkapazität erreicht. Na, herrlich, oder? Das ist doch genau das. Was ist denn da alles drinnen? So viel Wasser. Was wollt ihr denn mit so vielen Einheiten Wasser? Okay, Agave. Das ist schon mal gut. Dann machen wir das doch aus Agave. Hätte ich nicht gedacht. Nee, warte, 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 warte. Dann müssen wir jetzt. Ja, gut, dann müssen wir halt doch nochmal hier ein Haus hinbauen. Und da können wir auch nochmal ein Haus hinbauen.
Und dann müssen wir schauen, dass wir die Schule irgendwie ja hier in die Ecke quetschen können. Irgendwie so. Ja, ist natürlich jetzt nicht so optimal, ne? Weil halt, ja toll, und da passt es nicht hin, ne? Hier könnten wir dann den Weg doch noch nach oben machen. So. Es ist echt einfach, finde ich, ne? Du baust eine Schule. Schule benötigen Lehrer. Die erste Generation von Erwachsenen der Stadt ist bereits ausgebildet. Lehrer können während der Arbeit Entwicklungserfahrung erzeugen. Genau, ich bin gespannt. Haben keine Kleidung. Ach, herrje, jetzt bin ich völlig überfordert, Leute. Jetzt ist rum. Jetzt ist sowas von krass vorbei, ne? Keine Kleidung. Kirche, Klinik. Okay, wir haben auch noch gar nicht die Möglichkeit, Kleidung zu machen. Lebensqualität. Vielleicht, nee. Bau, Bergbau, Verarbeitung, Weben. Aber Baumwolle oder Flachs zu Baumwollstoff. Aber ich weiß gar nicht, ob ich... Fortgeschritten, schaltet die Weberei, die fortgeschrittene Schneiderei und die Weberei auf dem Wasser frei. Okay. Aha. Eieieiei. Ich glaube, die Seide würde ich jetzt noch nicht nehmen. Rauben, Seidenraupen, das ist noch nix. Stricken. Rohen Schuhe. Boah, krass, ne? Da müsste man jetzt halt das wieder freimachen. Dafür bräuchte man aber Lehm. Oh, weia. Ja, krass. Claire. Okay. Hier bräuchten wir auf alle Fälle auch jemanden. Ja, also auf alle Fälle ist das ein Spiel. Was nicht für Kira geeignet ist, weil sie immer viel zu schnell ist. Also ich glaube tatsächlich, dass das das Problem ist. Oh, wir haben gar kein... Was ist mit dem... Ach so, weil es wahrscheinlich ein Schiff ist. Wir hätten irgendwie die Möglichkeit nehmen müssen. Weil ein Händler sehe ich nicht. Ist hier irgendwo ein Händler? Warum ist hier eigentlich kein großes Zelt mehr? Ich dachte, wir haben hier irgendwie so einen... wo ist denn eigentlich unser erstes Gebäude hin? Habe ich das versehentlich abgerissen? Ich dachte, wir hätten... Jetzt bin ich verwirrt. Komisch. Da, ein Marktplatz. Nee. Ist das der Marktplatz gewesen? Doch schon, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir den abgerissen? Ich weiß es nicht. Scheibenkleister. Händler transportieren zugewiesene Gegenstände zur Fähre. Okay, da hätte ich wahrscheinlich vorher was machen müssen. Den einigen Bürgern ist kalt. Oh mein Gott, ich habe sowas von verkackt, ne? Okay, also wie ihr seht, es ist echt schwer. Es ist wirklich schwer. Krass. Ja, einfach ist definitiv anders, ne? Also man muss das, glaube ich, schon nochmal ein bisschen anders angehen. Oh Mann, ey. Aber es reizt mich. Also das ist genauso cool wie Foundation. Eigentlich mega schwer. Aber dennoch, ja. Krass. Da weiß man gar nicht so recht, womit man anfangen soll, ne? Merkt ihr auch, oder? Scheibenkleister. Weben. Schaltet die Überreife. Ja gut, aber das ist halt... Flachs und Baumwolle. Hier hätten wir Leder... Schilf oder Leinen? Ach du Scheibenkleister, Leute. Kaltbrennofen. Ah ja, hier würde dann Glas, Glasflaschen und Ziegel. Okay. Eieieiei.
Pflastersteine. Okay. Beleuchtung. Fett und Lampenöl. Also es ist schon krass, finde ich. Polizeirevier. Aha. Ja gut, aber achso, doch Bienenwachs, ne? Zu Seife. Das könnte man machen, dann steigert man vielleicht mal ein bisschen. Aber gut, ohne Werkzeuge ist halt echt schwierig, ne? Und hier ist halt gerade nicht so. Also ein bisschen was haben sie hergestellt, aber es könnte halt mehr sein, ne? Seifenverbau. Okay, Schule, Kirche. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Schmied, Destillerie, Sägewerk. Fortgeschnittene Schneiderei. Stellt eine größere Vielfalt an Kleidung her. Okay. Weberei und Weberei. Aber wo ist denn Sandgrube? Okay. Aber wo ist denn die Möglichkeit? Ich würde ja eigentlich gerne irgendwie hier so ein Dingsbums bauen, weißt du? So ein Eisengedöns. Ach, hier die Grube. Okay, die ist riesig, ne? Krass. Aha, okay. Also hier passt sie eigentlich gut hin. Und sie baut weiter. Ja, okay. Also, cooles Spiel. Gefällt mir unglaublich gut. Doch, finde ich richtig toll. Ist eigentlich auch ganz gut für mich, so zum Üben in Langsam und Geduld sein. So, ihr Lieben, wir sind am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wir machen nächste Folge nochmal eine Runde. Also eine Folge will ich auf alle Fälle noch machen. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch so ein bisschen hinkriegen, ne? Also, macht's mal gut. Bis dann. Ciao, ciao.